herzlich willkommen. Bienvenue, salam alaikum, merhaba zum Weltcafé du Monde. Ein Weltcafé ist eine jugendpolitische Methode, in der man also schnell junge Menschen aus ganz unterschiedlichem Hintergrund miteinander ins Gespräch bringen kann. Was ich erwarte, also ich denke halt, dass wir uns mit Franzosen austauschen. Also das Thema ist ja Integration. Und ich denke mal, dass wir dann darüber reden, wie die jetzigen Situationen sind, halt in Deutschland und Frankreich. L'identité européenne, on ne sait pas toujours à quoi en fait ça correspond. Toutes les questions qui touchent au flux migratoire, à l'intégration, égalité, inégalité aussi. C'est des mots qui sont beaucoup revenus, on en a beaucoup discuté. Wir sind halt in der Gruppe für Mehrsprachlichkeit und wir sind halt an Ideen sammeln, wie man den Sprachenunterricht in Schulen halt interessanter gestalten kann. C'était allé, on a parlé de la paix, de la liberté, de l'égalité. Je suis content d'être là parce que de voir de nouvelles têtes, ça fait du bien. Wir machen berufliche Perspektiven in Europa und jetzt sollten wir einfach dazu mal assoziieren. Und wir haben jetzt jeder Wörter aufgeschrieben. Und ich habe erstmal Uni, weil das für mich eine sehr wichtige Perspektive für die Zukunft ist. Und Chancen, weil wir einfach in Europa gewisse Chancen dadurch haben. Je sors juste de tous les ateliers, toute une journée à parler sur l'Europe. Je suis très impatiente et intéressée de voir la réaction des ministres demain. Nous sommes très heureux et très honorés que vous ayez répondu si nombreux à l'appel du Café du Monde au Phage dans le cadre du Conseil des ministres franco-allemands. Aujourd'hui, on va présenter notre travail autour des thématiques qu'on a fait. Ja, wir sind sehr froh, dass wir die Möglichkeit bekommen, das, was wir gestern erarbeitet haben, heute vorzustellen. Ce que nous constatons dans ce bel café, c'est que revient en permanence la question de la mobilité, la question de la formation, la question de l'accès à l'emploi, et que ça devrait être davantage une priorité de toute l'Europe. Zu dem Schluss gekommen, dass man mit Hilfe von Diversität und Partizipation die Möglichkeit hat, alles zu erreichen, was wir möchten. Das ist etwas, was man nicht nur theoretisch diskutieren kann, sondern was man mit den betreffenden Jugendlichen auch selbst austauschen muss. C'est une vraie richesse d'être dans cet échange culturel. Wir Politiker treffen uns ständig. In Brüssel, in Paris, in Berlin. Aber ich kann mir so ein Engagement ohne junge Leute einfach nicht vorstellen. Monsieur le Président, Frau Bundeskanzlerin, je vous invite à rencontrer un groupe de jeunes. Grundproblem ist die Kommunikation. Deswegen ist es wichtig, dass wir kommunizieren, zusammenarbeiten, denn wir sind auch Nachbarn. Nous avons besoin de vous, les jeunes. Parce que c'est vous qui devez dire, dans quelle société vous voulez vivre. Wie erfährt ein junger Mensch überhaupt, dass es ein deutsch-französisches Jugendwerk gibt? Und da müssen wir noch besser werden. Meistens oft sind es die, die schon in der Schule sehr gut sind, die sehr gute Bildungschancen haben, die wissen alles. Und andere, die vielleicht sich ein bisschen schwieriger erst heranarbeiten müssen, die wissen eben noch nicht alles. Und dabei wollen wir das deutsch-französische Jugendwerk auch unterstützen. C'est un travail pédagogique vraiment exemplaire qui a été fait en 24 heures de faire sortir ces propositions. Je suis aussi vraiment très heureuse de l'attention sincère que nous ont porté les responsables politiques.